Hallo liebe Handballfans, mein Name ist Tobias Sieber, ich bin Rückkommensspieler beim LAV Hoyerswerda und wir spielen diesen Samstag gegen den TSV Radeburg und dazu würde ich euch recht herzlich gerne einladen und ich hoffe auf eure Unterstützung. Der Lausitzer Handballverein Hoyerswerda wird freundlich unterstützt von den Versorgungsbetrieben Hoyerswerda. Erfolg braucht starke Partner mit Energie. VBH, wir machen das. Ihr Foto im Elsterwelle Fernsehen. Das geht ganz einfach. Eine Aufnahme, die Sie mit anderen teilen wollen, können Sie uns einfach als Wetterbild des Tages mit einer kurzen Beschreibung via E-Mail an info@elsterwelle.de zusenden. Die Standardauflösung gängiger Fotoapparate reicht. Bei Handyaufnahmen bitte die HD-Qualität wählen. Und damit Sie den Fernseher nicht drehen müssen, bitte aufs Querformat achten. Wir freuen uns auf Ihre Zusendung. Verkaufsoffenes Wochenende anlässlich der Gewerbemesse im Möbelzentrum Großräschen vom 3. bis 5. März. Mit Top-Sparchancen in allen Abteilungen. Bis zu 30% auf alle Möbelneubestellungen und beim Küchenkauf bis zu 50% Rabatt. Und sogar die 0% Finanzierung. Bei einem Wert von 500 Euro erhalten Sie zusätzlich die Lieferung und Montage geschenkt. Tolles Programm zum Familien-Einkaufswochenende mit Werksberatung vor Ort. Siemens Live Cooking am Sonntag, Spaß für die Kleinen beim Kinderschminken und Hüpfburg sowie Bratwurst und Bier für nur 1 Euro. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz in Ihrem Elsterwelle-Fernsehen. Der Kreistag des Oberspreewald-Lausitz-Kreises lehnt die Neugliederung der brandenburgischen Landkreise in der jetzigen Form ab. Am Donnerstag wurde beschlossen, dem Vorschlag der Landesregierung zur Gebietsreform nicht zuzustimmen. Geplant ist aus den bisherigen Elbe-Elster, OSL, Spree-Neiße und der kreisfreien Stadt Cottbus einen Großkreis Niederlausitz zu machen. Mit knapp 5000 Quadratkilometern wäre es der zweitgrößte Kreis Deutschlands. Und weiter geht es jetzt mit aktuellen Nachrichten aus der Region. Ab Montag starten die Bauarbeiten zum künftigen Radweg in Richtung Feuerwehrschule Naard. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilt, wird der Weg in einem Abstand von rund 5 Metern zum Fahrbahnrand der B96 am Wald angelegt. Die vorhandene Bushaltestelle einschließlich des Fahrgastunterstandes und der Beleuchtung werden in diesem Zusammenhang erneuert. Die Arbeiten erfolgen weitestgehend ohne Einschränkungen für den Verkehr auf der B96. Für die Anschlüsse des Weges sowie die Arbeiten der Bushaltebucht ist eine zeitweise halbseitige Sperrung der jeweiligen Straßen vorgesehen. Die Kosten für den Bau betragen rund 112.000 Euro. Ende April soll der Radweg fertig sein. Das LMBV-Sanierungsschiff Clara hat seine Ziele 2016 erfüllt. Wie der Bergbausanierer mitteilt, seien von der Inbetriebnahme im September bis zum Jahresende 8000 Tonnen Kalkgemisch in den Partwitzer See eingebracht worden. Vor der Konditionierung lag der pH-Wert bei 2,7, im Januar wurden 3,2 gemessen. Ein erster positiver Effekt, der mit einem weiteren Eintrag von rund 40.000 Tonnen in 2017 verstärkt werden soll. Blutspenden ist immer eine gute Sache. Beim HEMA-Blutspendedienst kann man derzeit dabei auch dem Abiturjahrgang des Hoyerswerda-Foucault-Gymnasiums helfen. Die jungen Leute spenden selbst und geben ihre 20 Euro Aufwandsentschädigung in den großen Topf zur Finanzierung ihrer Abifeier. Für jeden weiteren Erstspender wird von der HEMA noch einmal eine Werbeprämie in Höhe von 20 Euro gezahlt. Die Aktion läuft noch bis Ende März. Blutspenden kann man jeweils donnerstags in der Zeit von 14 bis 19 Uhr in der Straße am Lessinghaus.
Der Bebauungsplan für die Erweiterung des Eigenheimgebietes an der Dürerstraße im Hoyerswerda WK 10 liegt offiziell aus. Vorgesehen ist neben dem breiten Grünstreifen an der Bundesstraße, die Baugrundstücke vom Grünewaldring entlang der Dürer zur Nagelstraße zu ziehen. Die Rede ist von zusätzlich 13 Parzellen und einem Gaststättengrundstück. Die Gesamtgröße des Eigenheimgebietes soll dann bei rund 1,8 Hektar liegen. Aufgrund der großen Nachfrage ist die Erweiterung von der Lebensräumegenossenschaft vorgesehen. Bis zum 24. März ist der Plan im Lichthof des alten Rathauses einsehbar. Im Malzhaus des Carmenzer-Lessing-Museums ist eine neue Ausstellung zu sehen. Sie trägt den Titel Luther, Lessing und die Reformation in der Oberlausitz. Im Mittelpunkt der Exposition stehen die Auswirkungen, die der Thesenanschlag Luthers vor 500 Jahren in der Region hatte. Die Etablierung der neuen Konfession geschah hier vergleichsweise friedlich. Eine frühe Form religiöser Toleranz zeichnet die Entwicklung des Landes bis in das familiäre Milieu Lessings hinein aus. Seine unmittelbare Prägung im Elternhaus ist die des lutherischen Pfarrhauses. Nicht zuletzt ist Lessings Vater eine Schrift über die Reformation in Kamenz zu verdanken. Die Ausstellung kann jeweils Dienstag bis Sonntag in der Zeit von 10 bis 18 Uhr besichtigt werden. Am Aschermittwoch hat die Fastenzeit begonnen. Ob aber in Sachsen überhaupt noch gefastet wird und was man beim Fasten beachten sollte, das haben wir in Erfahrung gebracht. Nach dem närrischen Karneval ist es Zeit für Ruhe und Besinnung. Mit dem Aschermittwoch beginnt deshalb die Fastenzeit. Eine Zeit, die Menschen ganz unterschiedlich nutzen. Ich faste gar nichts. Ich bin nicht religiös und von daher spielt das für mich eigentlich keine Rolle. Süßes, das muss eben noch weniger werden. Ich habe da noch nicht groß drüber nachgedacht. Vielleicht Alkohol? Gar nichts, auch kein Glas Rotwein mal. Ich faste nicht, weil ich nicht religiös bin. Ich faste nicht mehr, ich bin alt genug. Warum nicht, warum soll ich fasten? Ich bin schlank, ich renne, wo brauche ich doch nicht fasten? In der Fastenzeit geht es allerdings nicht vorrangig um die Figur oder darum abzunehmen. Der Ursprung liegt eigentlich im Christentum. Gefastet wird praktisch in allen Religionen. Im Christlichen nimmt man Bezug auf die 40 Tage Jesu in der Wüste, wo er auch gefastet hat. Das ist der biblische Hintergrund. Und wir nutzen diese 40 Tage, um uns auf Ostern, das größte christliche Fest, vorzubereiten. Auch innerlich sozusagen fit zu machen für diesen Neuanfang, dass der Tod besiegt ist. Fasten ist für viele erstmal eine Übung des Verzichts. Das ist sozusagen aber nur der Einstieg. Fasten ist eigentlich eine Hilfe, um das eigene Leben mal wieder in den Blick zu nehmen und zu schauen, wo brauche ich denn Veränderung oder wo könnte was Neues beginnen. Also das Gute, was wachsen soll, steht eigentlich im Vordergrund und nicht der Verzicht. Der Verzicht auf eine Sache soll also die Besinnlichkeit fördern. Verzichten kann man dabei auf ganz unterschiedliche Dinge. Manche geben das Rauchen auf. Im Trend liegt auch der Verzicht auf Alkohol. Auch digitales Fasten wird immer häufiger zum Thema. Am beliebtesten ist allerdings das Nahrungsmittelfasten. Wer sich für diese Variante entscheidet, sollte jedoch einiges beachten. Der Fehler dabei ist, dass man also sich erst massiv runterschraubt mit seinem Kalorienbedarf. Das ist für den Körper äußerst ungünstig, da schrillen alle Alarmglocken. Und wenn ich danach wieder in die Völlerei verfalle zum Osterfest, dann ist mein Körper also auf bestem Wege, maximale Fettvorräte anzulegen, weil er ja bisher so gelitten hat. Ich sollte darauf achten, dass ich zumindest meine Eiweißreserven noch sichere. Das heißt, man könnte zum Beispiel die gesunde Alternative zum Fasten wäre sogenanntes modifiziertes Fasten, dass ich schon auf so ziemlich alle Nahrungsbestandteile verzichte, aber zumindest dreimal am Tag einen Eiweißshake trinke, um also diesen Magermasseverlust so gering wie möglich zu halten. Ob man auf etwas verzichtet oder nicht, jeder kann die kommenden 40 Tage nutzen, um zur Ruhe zu kommen und sich auf Ostern zu freuen. Wir machen eine kurze Pause und sehen uns dann gleich wieder mit noch mehr Nachrichten aus der Region. Hainun zeigt die Uhr am Hoyerswerda Rathaus an. Nein, weder die Stadtfinanzen noch die Zukunft sehen so schlecht aus, dass die Endzeitstimmung verbreitet werden muss. An der Uhr ist schlicht etwas kaputt gegangen. Jedoch muss das Ersatzteil dafür im Ausland bestellt werden. Am Donnerstag wurde das defekte Teil ausgebaut, um die genauen Abmaße zu bekommen. In etwa 3 Wochen soll der Ersatz da sein und wenige Tage später die Uhr wieder korrekt laufen, hieß es am Freitag.
ist für mich immer ein neues Abenteuer. Also man erlebt schon zu zweit sehr, sehr viele Dinge. Und hier bin ich eigentlich die meiste Zeit. Ich bin hier im Stall der gleiche wie auf Arbeit. Natürlich in einem anderen Outfit und ich rieche auch anders. Also dafür, dass es nicht mein Wunschberuf war, ist jetzt ein richtiger Traumjob geworden. Macht Spaß. Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer, 2 in 1, erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Ebenfalls Zeugen werden für einen Unfall vom Donnerstagabend in Hoyerswerda gesucht. Dabei war ein Toyota gegen 19 Uhr in die Scharnhorststraße eingebogen und hatte dabei eine Frau erfasst. Der 57-jährige Fahrer hielt an, aber die Frau schien wohl auf und ging. Die Polizei bittet nun die Unbekannte, sich zu melden. Gleiches gilt für Personen, die den Unfall gesehen haben. Das Polizeirevier ist telefonisch unter 03571 4650 zu erreichen. Im Spreetaler Ortsteil Spreewitz sind in der Nacht zum Freitag 44 Rinder aus einem Stall gestohlen worden. Neben den 21 Kälbern und 23 Fersen nahmen die Täter zudem Weidezäune und Stretchfolien mit. Den Schaden schätzt der Eigentümer auf rund 35.000 Euro. Kriminaltechniker konnten Spuren sichern, die Ermittlungen laufen. Seit dem 1. März haben einige Motorradfahrer ihre Bikes wieder aus dem Winterschlaf geholt. Die Polizei appelliert, die neuen Saison langsam angehen zu lassen. Der Asphalt ist noch kalt und bietet wenig Haftung. Zudem gilt es, sich erst wieder an die Fahreigenschaften seines Zweirades zu gewöhnen. Das betrifft insbesondere das Beschleunigungs-, Brems- und Ausweichverhalten. Zudem sollte vorab ein technischer Check Standard sein. Im vergangenen Jahr sind bei Unfällen in den Landkreisen Bautzen und Görlitz 86 Motorradfahrer verletzt worden. Nahezu jeder zweite schwer, 5 sogar tödlich. Die Kriminalpolizei in Hoyerswerda sucht mögliche Zeugen zum Brand einer Lagerhalle am vergangenen Wochenende im Gewerbegebiet Naht. Wie das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt in alle Richtungen. Das Feuer brach kurz nach 18 Uhr aus. Wer Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Aldi-Zentrallagers gesehen hat und Hinweise zum Ausbruch des Feuers oder auch Videomaterial oder Fotos zum Brandgeschehen hat, wird gebeten, sich telefonisch unter 03581 468100 zu melden. Der Kamenzer Bürgerservice bleibt am Montag, den 13. März, geschlossen. Grund dafür ist eine Fortbildungsmaßnahme, informiert das Rathaus. Am 9. März, also Donnerstag nächster Woche, ist der Bürgerservice nur bis 16 Uhr und nicht wie gewohnt bis 18 Uhr geöffnet. Der Deutsche Jagdschutzverband bittet Waldspaziergänger in diesen Wochen um erhöhte Rücksichtnahme. Grund: zahlreiche Tierarten bekommen zurzeit ihren Nachwuchs. Hunde sollten daher möglichst nur angeleint mitgeführt werden. Zudem wird darauf hingewiesen, dass entdeckte Jungtiere in keinem Fall angefasst werden sollten. Meist halten sich die Alttiere in unmittelbarer Umgebung auf, auch wenn das für den Tierliebhaber nicht ersichtlich ist. Wird das Jungtier vom Menschen berührt, nimmt es die Mutter meist nicht mehr an und der Nachwuchs verhungert dann. Bei Wildschweinen besteht auch die Gefahr, dass die Bachen aggressiv reagieren. Sie verteidigen ihre Frischlinge vehement, so der Verband. Die Frauen des SC Hoyerswerda müssen an diesem Wochenende in der mitteldeutschen Handball-Oberliga auswärts antreten. Am Sonntagnachmittag geht es in Sachsen-Anhalt ab 15 Uhr gegen den TSV Niederndodeleben. In der Handball-Sachsenliga hat der LAV Hoyerswerda Heimrecht. In der Sporthalle des BSZ ist der Tabellennachbar, die SG Leipzig-Zwenkau, zu Gast. Anwurf ist wie immer 17 Uhr. Der HVH Kamenz trifft am Sonntag in der Schützenplatzhalle in Bautzen auf den HV Oberlausitz
Kunewalde. Die Partie wird um 16.30 Uhr angepfiffen. Wie bereits angekündigt, sind heute Grand, Re und Contra die Schlagworte unserer Sendereihe. Nichts los hier. Florian Glatter ist beim Skat und Kaffeeklatsch des Nachbarschaftshilfevereins Hoyerswerda zu Gast. Ja, liebe Zuschauer, wir haben ja schon zwei Angebote vom Nachbarschaftshilfeverein vorgestellt. Heute blicken wir mal auf Nummer 3, und zwar den Kaffee- und Skatklatsch hier im Plauderstübchen der AWO in der Münsterstraße. Und an meiner Seite sitzt der Clubleiter des Plauderstübchens, Ronny Schulte. Vielen Dank. Nun, Kaffee- und Skatklatsch. Wird jetzt hier mehr Kaffee getrunken oder wird mehr Skat gespielt? Na, wir hoffen, dass beides gleich häufig oder gleich viel gemacht wird. Zurzeit haben wir 4, 5 Skatspieler hier. Bei der Kaffeerunde haben sie sich ja schon überzeugen können, sind wir schon bei 8 Leuten. Also definitiv, derzeit wird mehr Kaffee getrunken oder geklatscht, sage ich mal so. Ne? Es wird sich ja unterhalten beim Kaffee trinken und aktuell politische Themen ausgetauscht oder aus dem Leben erzählt. Die Leute treffen sich, dass sie, sage ich mal, in Gemeinschaft sind. Ja, das ist eigentlich der Sinn der ganzen Sache hier. Natürlich sind wir auch auf der Suche, noch skatfreudige Leute hierher zu bekommen. Also wer Lust hat zum Skatspielen, kann auch gerne hier die Runde mit aufstocken. Wie gesagt, wenn wir einen zweiten oder dritten Tisch aufmachen können, dann wäre das auch schön. Bisher, Sie haben es gerade erwähnt, gibt es ja nur einen Tisch, an dem, ja, ich sag mal, erfahrene Spieler sitzen. Wie sieht's denn aus? Ich zum Beispiel habe überhaupt keine Ahnung von Skat, nur ein paar Mal bisher gespielt. Kann ich denn trotzdem herkommen? Herkommen können Sie sicherlich gerne. Ne? Also wie gesagt, das Lernen des Skatspiels macht man ja auch viel beim Zugucken. Ne? Also die Grundkenntnisse, die wird sicherlich der Herr Koch, der für die Skatrunde zuständig ist, auch vermitteln können. Aber ich sag mal, das Handwerkszeug, das holt man sich eigentlich auch beim Spielen, beim Trainieren, wie es eigentlich überall ist. Also wer dort Lust und Laune hat, Interesse, kann gerne herkommen. Die älteren Leute treffen sich, dass sie halt Skat spielen. Die haben natürlich viel Erfahrung, ne? 50, 100 Jahre Skat-Erfahrung, um das mal zu nennen. Aber wer gern das erlernen möchte, werden wir sicherlich auch eine Möglichkeit finden, hier vielleicht mal, ich sag mal, einen Workshop oder was anzubieten, wo man die Grundkenntnisse erlernen kann und dann halt, wie gesagt, das andere ergibt sich im Spiel. Oder es gibt immer noch den Plan, vermehrt die Bewohner des WK9 hierher zu holen. Wie kamen Sie jetzt auf die Idee dazu? Ja, also wie gesagt, die Räumlichkeiten hier in der AWO, die bieten ja das an, dass man hier auch noch mehrere Leute, sage ich mal, mit in die Kaffeerunde holen kann. Und das WK9, was hier drumherum ist, bietet sich natürlich an, weil viele ältere Leute sind nicht mehr so gut zu Fuß und weite Strecken, sie gehen da nicht mehr so. Ne? Also hier ist kurze Strecke ins WK9 bis hierher. Und deswegen werden wir auch demnächst auch eine Flyer-Aktion machen, wo nochmal alle Daten oben sind, wo man uns findet und was hier eigentlich angeboten wird, was speziell hier auch im WK9 gemacht wird, dass man einfach mal weiß, aha. Und dann ist jeder auch recht herzlich eingeladen, hier herzukommen. Es gibt aber jetzt noch ein kleines Problem, und zwar, wir befinden uns ja in der AWO gerade und die Tore sind nicht die ganze Zeit offen. Man muss also durch das Haupteingangstor gehen. Da gibt es ein kleines Problem manchmal. Ja, also ich sag mal, man findet es schon, wenn man weiß, wo es ist. Ne? Also der Zentraleingang der AWO wird natürlich dazu benutzt, dass man einfach reinkommt. Da vorne sitzt ein Pförtner. Da kann man auch freundlich fragen, dann sagt er einfach links hinter bis ganz hinten durch, bis sie das Schild Cafeteria sehen. Und dort ist dann auch, wie gesagt, das Plauderstübchen, Cafeteria
Dort sind wir auch zu finden. Sicherlich der erste Weg ist immer der schwierigste, aber wenn man einmal hier gewesen ist und es gefunden hat, dann weiß man, wo es ist und dann kommt man hoffentlich auch gerne wieder hierher. Also, wie gesagt, keine Scheu haben, bloß weil die AWO draußen dran steht und sie uns nicht gleich finden. Einfach vorne fragen und dann... Jetzt muss ich aber noch zur richtigen Zeit kommen. Wann ist das denn? Wann findet der Skat- und Kaffeeklatsch statt? Also die Skatrunde, die trifft sich schon, ich muss jetzt schwindeln, 13.30 Uhr treffen die sich schon, spielen ungefähr einmal 2 Stunden, je nachdem wie der Bedarf ist. Und die Kaffeerunde, die trifft sich dann 14 Uhr und wir sitzen, ja, je nachdem wie die Lust und Laune ist. Wir haben dann noch welche, die spielen dann Mensch ärgere dich danach. Die bleiben dann auch manchmal ein bisschen länger, weil sie wie gesagt hier aus dem Wohnumfeld auch sind. Also da sind wir nach hinten eigentlich offen. Ich sag mal so, bis 16, 17 Uhr ist es immer so geplant, aber wenn es länger wird, dann ist es auch nicht schlimm. Ja, das klingt doch verlockend. Wenn ich mich jetzt aber dazu entschließen sollte, hier mittwochs mal hinzukommen, ist ein Anruf bestimmt erforderlich, oder? Ja, es wäre schön, wenn man sich vorher anmeldet, damit wir auch den frischen Kuchen, sage ich mal, planen können. Ne? Und wenn Sie 1-2 Tage vorher anrufen, sagen, mit wie vielen Leuten Sie vorbeikommen, wäre das gut. Und dann können wir das auch gut planen. Und beim nächsten Mal, wenn dann die Leute da sind, wir die Telefonnummer von Ihnen da lassen, dann dann rufe ich jeden auch immer an zur Kaffeezeit, ob denn für die Woche was geplant ist, ob sie vorbeikommen wollen oder nicht. Ja. Ansonsten einfach beim Grünen Hain anrufen. Die Telefonnummer ist die 035-71 für Hoyerswerda und dann die 60-92-42. Dort bei der Frau Ulrich oder beim Herrn Meding oder wer da ist, Bescheid sagen. Plauderstübchen, Kaffeerunde mit wie vielen Personen und dann läuft das. Apropos, es läuft. Wir wissen jetzt alles. Jetzt heißt es also, sich mal selbst auszuprobieren und ich bin sehr gespannt. Ich danke schon mal für das Interview. Danke auch. Die niedrigste Serienfarbe ist Schellen. Serienfarbe. Schellen 9 Augen. Herz ist 10 Augen. Grün 11 Augen. Kreuz 12 Augen. Demzufolge auch das Kreuz Ass. Das von den Essern das höchste, 12 Augen. Wenn du jetzt hier zum Beispiel diese Konstellation hättest, hier, Herzkonstellation, und jetzt hier die zwei Jungs, oder sagen wir mal, den einen bloß hier, den einen. Oder machen wir eine andere Farbe, das ist besser. Hier reizt jetzt ohne Dreien, weil die anderen drei hast du nicht. Die hast du nur den Schellen, den kleinsten. Mhm. Ohne Dreien. Und das ist der allerhöchste hier. Das ist wie in der Wertigkeit der Farben, das ist der allerhöchste. Der sticht jede Karte. Das ist der zweithöchste, das ist der dritthöchste, das ist der vierthöchste. Mhm. Und wenn du nur die drei hast hier, ja? Ja. Da fehlt der. Nur mit 1, Spiel 2. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 4. März 2002 wurde in Lauta der Grundstein für die thermische Müllverbrennungsanlage gelegt. Das Vorhaben war damals heftig umstritten und von zahlreichen Demonstrationen gegen den Bau begleitet. Nach der Inbetriebnahme 2004 wurde es ruhiger. Auch wenn der befürchtete Gestank die Stadt nicht überlagerte, die Gegner hatten in einem Recht. Die Anlage war deutlich zu groß konzipiert. Der regionale Abfallverband kann das vertraglich zugesicherte Müllaufkommen bis heute nicht liefern und muss daher jährlich Strafe zahlen. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am Samstag ist die offizielle Premiere für den neuen Skoda Kodiaq. Er wird in den Autohäusern Schiefelbein in Hoyerswerda im Gewerbegebiet Naht und in Senftenberg in der Ahlbecker Straße vorgestellt. Zu erleben ist auch der neue Skoda Octavia. Zudem gibt's zünftig Kulinarisches und Spaß und Spiel für Steppkes. Beginn an beiden Standorten ist 10 Uhr. Am Samstag findet in der Cafeteria im Berufsschulzentrum Konrad Suse in Hoyerswerda das erste Skatturnier des Lausitzer Handballvereins und des Skatclub Glück auf Hoyerswerda statt. Es beginnt um 10 Uhr. Gespielt werden 2 Serien zu je 48 Partien. Der Einsatz beträgt 10 Euro. Es gibt Geld- und Sachpreise zu gewinnen. Außerdem erhalten die Plätze 1 bis 3 jeweils einen Pokal. Tag der offenen Musikschule ist am Samstag in Hoyerswerda. Zwischen 14 und 17 Uhr kann dabei hinter die Kulissen der Einrichtung geschaut werden. Interessierte können auch verschiedene Instrumente ausprobieren.
In der KUFA im Bürgerhaus in Hoyerswerda am Markt steigt am Samstagabend der Filmball 2017. Er beginnt um 21 Uhr. Die erste Pflegemesse gibt es am Samstag und Sonntag in der Messe in Cottbus. Zahlreiche Aussteller präsentieren Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Pflege. Das Angebot umfasst dabei auch altersgerechtes und barrierefreies Wohnen, Aus- und Weiterbildung sowie Umschulung für einen Beruf im Pflege- oder Medizinbereich. Und damit sind wir beim Sonntag. Das Möbelzentrum Großrieschen ist am Sonntag ab 10 Uhr geöffnet. Der verkaufsoffene Sonntag beginnt dann um 13 Uhr. Es gibt viele Rabatte der Hersteller, Schaukochen und Kinderanimationen. Kaffeenachmittag ist am Sonntag bei der Volkssolidarität Hoyerswerda in ihrer Begegnungsstätte im Haus der Parität in der Mannstraße. Eingeschenkt wird ab 14 Uhr. In das Cinemotion in Hoyerswerda wird am Sonntag zum Disney Junior Mitmach-Kino eingeladen. Mit Singen, mit Machen, Spaß haben ist das Motto ab 15 Uhr für Steppkes und begleitende Eltern. Und zu Kirchenmusik wird am Sonntag in das Kinghaus in Hoyerswerda eingeladen. Um 17 Uhr beginnt der 9. Orgelzyklus in der Passionszeit. Zu hören ist Invocavit, intoniert von Kantorin Simone Weinberg und dem Kirchenchor. Nachts klar und trocken bei Tiefstwerten knapp über dem Gefrierpunkt. Am Samstag freundlicher Wechsel von Sonne und Wolken mit längeren sonnigen Abschnitten. Es gibt einen kräftigen Temperaturanstieg auf 15 Grad. Der Wind weht eher schwach. Am Sonntag wolkig mit Aufweiterungen bei ähnlichen Temperaturen. Am Montag nach etwas Sonne Aufzug von Wolken und gebietsweise Regen, nochmals recht mild. Von Dienstag bis Donnerstag deutlich mehr Wolken und unbeständig. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag, liebe Zuschauer. Am Montag schauen wir unter anderem in die Krabbertmühle nach Schwarzkolm. Also schalten Sie auch dann wieder ein und bis dahin machen Sie es gut. Premium-Features zum kleinen Preis. Das Huawei P8 Lite 2017 ist unser Jubiläumsangebot der Woche und kostet jetzt bei Expert nur 229 Euro. Mit seinen abgerundeten Kanten und seinem schlanken Design ist das Huawei P8 Lite 2017 ein echter Handschmeichler. Und der Komfort setzt sich in der Bedienung fort. Neben Android 7.0 als Betriebssystem verfügt das P8 Lite 2017 über die Huawei-eigene intuitive Benutzeroberfläche Emotion UI 5. Diese sorgt für eine noch einfachere Bedienung und jede Menge Anpassungsmöglichkeiten. Die 12-Megapixel-Rückkamera ist das Aushängeschild des P8 Lite 2017. Mit ihr schießt ihr selbst bei schwachen Lichtverhältnissen scharfe und farbtreue Fotos. Und mit dem zweifarbigen LED-Blitz gehören rote Augen der Vergangenheit an. Überdurchschnittlich gut ist die Frontkamera. Hier punktet Huawei mit 8 Megapixeln automatischer Gesichtserkennung und sogar einem Beauty-Modus. Das 5,2 Zoll große IPS-Display mit Full-HD-Auflösung glänzt mit hervorragender Darstellung, selbst aus einem sehr schrägen Blickwinkel. Auch in Sachen Klang kann sich das P8 Lite 2017 sehen bzw. hören lassen, dank HDR-Rauschunterdrückung, dynamischer Lautstärkeanpassung und cleverer Schallführung im Gehäuse. In den Kartenslot passt entweder eine zweite SIM-Karte oder eine MicroSD-Karte, mit der ihr den internen Speicher von 16 GB um bis zu 128 GB erweitern könnt. Das Huawei P8 Lite 2017 ist also nicht nur ein super Handy, sondern jetzt auch zum super Preis von nur 229 Euro bei Expert erhältlich. Übrigens nicht nur in Schwarz, sondern auch in Weiß. Expert. Immer stark beraten. In Cottbus, Hoyerswerda und Senftenberg. Oder unter esc-expert.de.